Maxi, und wöchentlich grüßt das Murmeltier, kann man fast schon sagen. Wieder in der letzten Minute das Gegentor und damit die Niederlage kassiert, 1-2 gegen Mannheim. Hast du schon irgendeine Erklärung für das, was heute hier am Dalle passiert ist? Nee, keine Ahnung. Es ist unglaublich, jede Woche das Gleiche. Wir schaffen es einfach nicht, über 90 Minuten dann mal einen Punkt zumindest mitzunehmen. Keine Ahnung, warum, ich kann es nicht sagen. Ist das eine Konzentrationssache? Passiert da bei euch irgendwas im Kopf, wenn der Zeiger Richtung 90. Minute rückt? Ich kann von mir persönlich sprechen, bei mir nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist jede Woche gerade im Moment. Aber ja, Dienstag geht es schon weiter, also können wir uns nicht lange drüber aufregen. Zumal ihr ja dann eigentlich gut zurückgekommen seid, das 1-1 geschossen hat. Du ja unter anderem auch eine Riesenchance hattest zum 2-1 für die Kickers. Den musst du eigentlich machen, gell? Ja, klar. Nehme ich voll auf meine Kappe. Also, ich weiß nicht, 6 Meter vor dem Tor. Und ich schaffe es, den Ball übers Tor zu schießen. Aber in so einer Situation kommt dann alles zusammen. Keine Ahnung. Klar müssen wir es schaffen, den Deckel. Oder mal das 2-1 zu machen. Wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt. Ich glaube, Mannheim hat keine einzige Torschance. Und wir schaffen es einfach nicht, in Führung zu gehen. Ja. Das ist letztlich das, was man dann auch mitnehmen kann und muss aus diesem Spiel, dass ihr euch eben auch wirklich gute Chancen rausgespielt habt. Stefaniak hatte ja auch zum Beispiel noch eine, die er eigentlich auch machen muss. Also wenn ihr heute gewinnt, dann ist es eigentlich, wenn man die Chancen gegeneinander aufrechnet, die Logik, auch wenn es am Ende dann ganz anders war. Ja, ich denke auf jeden Fall hätten wir heute einen Sieg verdient gehabt, aufgrund der zweiten Halbzeit allein schon. Was wir für einen Fußball spielen, dann sehe ich, dass wir da 19. Platz oder was sind. Das ist unglaublich. Ja, Dienstag geht's weiter. Wir werden wieder alles versuchen und ja, hoffentlich dann mit dem Dreier heimkommen. Ja, Robert, normalerweise sagt man, gibt's gar nicht. Und jetzt muss man wieder sagen, ja, gibt's doch. Schon wieder in der 90. das Gegentor kassiert und damit die Niederlage 1-2 gegen Mannheim. Hast du eine Erklärung, warum das mittlerweile, ist man geneigt zu sagen, fast schon immer oder immer wieder so ist? Dafür gibt es irgendwie keine Erklärung, ich weiß auch nicht, das ist einfach brutal, dass wir uns jedes Mal am Ende diese Dinger da reinlegen, also das ist einfach nicht, das kann man immer nicht in Worte fassen, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das Pech ist oder irgendwie wir da schon vorher abschalten oder so, wir waren eigentlich am Drücker, eigentlich müssen wir das 2-1, 3-1 machen und dann fällt uns da hinten wieder so ein Ding rein, also kann man auch nichts mehr zu sagen irgendwie. Gerade nach der Pause habt ihr Mannheim dann gut im Griff gehabt, defensiv einigermaßen sicher gestanden, kaum was zugelassen. Vorne von dir dann das Ausgleichstor. Beschreib ganz kurz, Flanke kommt von rechts. Sally ist, glaube ich, dann mit dem Kopf dran in seiner ersten Aktion im ersten Spiel dieser Saison. Schönes Comeback. Ja, Sally war genau da, ist direkt reingegangen mit seinem vollen Körper. Ich glaube, das tut uns auch jetzt auch in Zukunft gut, wenn wir den nochmal reinschmeißen können. Der ist halt präsent, der ist kopfballstark. Ja, und dann haben da in der Situation noch mal das Glück, dass er dann mal vor die Füße fällt. Und ja, das ist dann das 1-1. Da dachte ich halt wirklich, jetzt heute ist so ein Tag, da gewinnen wir hier 2-3-1. Dachten wir auch, und die Chancen waren ja da. Stefaniak, Bräunig, beide aus ein paar Metern fast das leere Tor vor sich und drüber. Ja, tut mir leid für die Jungs, weil die haben sich auch richtig, richtig reingehauen. Vor allem Maxi auch vorne und Marv ist super reingekommen. Dass wir uns da halt nicht belohnen, das ist echt, ja, ist sehr schwierig. Das zu erklären. Was ein bisschen Mut macht, sah zumindest von draußen so aus, dass das auf der linken Seite mit dir und Peter Kurzweg ziemlich gut funktioniert. Ja, ich hab's eben schon gesagt, Peter ist ein erfahrener Mann, der weiß, wie die Liga funktioniert. Der ist auch einer, der immer richtig dazwischen haut. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Und das ist auf jeden Fall eine Verstärkung für uns. Sind wir in Anführungszeichen froh, dass es am Dienstag schon weitergeht und holen da endlich den Dreier, auf den alle so sehr warten? Ja, natürlich. Wir können nicht aufgeben. Wir müssen am Dienstag schon wieder nachlegen. Wir haben das nächste Spiel, am Freitag auch wieder. Ist eine enge Woche und geht es schnell hin und her. Und ja, müssen wir munter putzen und weitermachen. Es bleibt nichts anderes übrig. Nimm uns ganz kurz noch mit in die Kabine. Du warst eben schon drin. Wie sieht es da jetzt aus? Wie ist die Stimmung? Ja, kann sich jeder vorstellen. Es ist gerade so eine Leere da. Man kann sich es einfach nicht erklären. Es ist schon ein bisschen hilflos, aber. Ja, letztendlich werden wir morgen wieder zum Training kommen und weitermachen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Es ist brutal, auch für den Kopf und auch für die Jungs, die halt noch nicht so lange im Fußball dabei sind im Geschäft. Ist brutal. Aber es geht einfach, dass wir zusammenhalten, als Mannschaft zusammenhalten, als Team agieren und ja, weitermachen.